Bielefeld gegen Leipzig. Leipzig ja ganz klar der Favorit hier in dieser Partie. Zuletzt zweimal in Folge gewonnen auf der PlayStation. Krapsi gegen Djihan. Und es sollte ein unterhaltsames Spielchen werden. Noch früh in der Partie, Anfangsphase. Leipzig von Beginn an in Persona von Djihan mit sehr viel Druck. Und mit gleich dem ersten Treffer, 5. Minute, erster Abschluss. Und dieses Spiel machte so viel Laune. Ja, da kannst du auch mal natürlich ein bisschen abgespaced feiern und jubeln. Ob wir das alle athletisch hinbekommen, sei dahingestellt. Aber es war von Anfang an klar, dass hier Offensivfußball prädestiniert in der Partie vorzufinden sein wird. Und es ging direkt so weiter. Kurze Zeit später, zweiter Treffer Leipzig. Gut gemacht von Djihan. Kampel, der Torschütze. Auch da gibt es viel Raum. Und Bielefeld komplett auf dem kalten Fuß erwischt. Krapsi musste sich steigern. So viel stand fest. Halbe Stunde in-game gespielt, die Bielefelder in den blauen Trikots, das erste Mal im Vorwärtsgang. Und da sehen wir, Leipzig hat das eigentlich komplett gut und kompakt verteidigt. Aber trotzdem kommt er zum Abschluss und das ist Hanebüchen hinten raus. Anschlusstreffer durch Bielefeld, die natürlich mehr Druck machen. Immer noch in der ersten Halbzeit. Leipzig dann vielleicht ein bisschen zu nachlässig. Bielefeld druckvoll mit dem Ausgleich kurz vor der Halbzeitpause. Danach passierte erstmal in Hälfte 2, in der wir uns jetzt befinden, nicht so viel. Aber halbe Stunde noch zu spielen und Leipzig macht wieder die Führung klar. Das war für die Leipziger ein klarer Kraftakt. Der Favorit also wieder in Führung gegangen und Bielefeld wollte mehr zeigen. In der Schlussviertelstunde erneut so ein Ballverlust von Djihan und das zum Ausgleich. 3-3 Bielefeld, gut gemacht von Krapsi, eiskalt. Punktgewinn für die Bielefelder. Der Favorit Leipzig musste sich strecken auf der Xbox. Dann der 2-1-Erfolg von Alex Csapi. Das Momentum lag dann bei den Leipzigern vor der Partie 2-2 auf der PlayStation. Krapsi und Wood gegen Djihan und Alex Csapi. Und es war eine heiße Partie. Auch hier offensiv Leipzig mit mehr Ballbesitz. Es steht bereits 2-2 in dieser Schlussphase. Und die Leipziger mit den weißen Trikots mit der ersten Chance in dieser Begegnung, am Ende der Begegnung besser gesagt. Und wir springen in die Nachspielzeit. Beide haben vorher nochmal offensiv gewechselt und auf Sieg gespielt. Leipzig kommt nicht in die Zweikämpfe. Bielefeld zum Abschluss und Mutterseelen allein dann der Nachschuss. Hugo zum 3-2 Siegtreffer. Ein Schock für die Leipziger, ein Sieg für Bielefeld. Natürlich mit etwas Glück am Ende nach diesem zunächst Pfostentreffer. Aber sie teilen sich die Punkte. 4 für Bielefeld, 4 für Leipzig nach diesen 3 Partien.